Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn und heute fotografiere ich auf der Insel Mallorca die Landschaft. Und zwar habe ich mir wieder so richtig geiles Mistwetter ausgesucht. Regenwahrscheinlichkeit 90%. Das hat auch vorhin geregnet, aber es juckt mich null. Ich bin hier im Norden der Insel und da oben gibt es einen Watchtower, also so einen uralten Aussichtsturm. Den werde ich mir jetzt als erstes schnappen und von da oben ein Bild runter auf die Bucht machen. Man hat auch von da oben einen schönen Blick auf Alcudia und ich hoffe, dass in ein paar Minuten die Lichter unten in Alcudia in der Bucht angehen. Und das ist das Ziel dieses Videos und dieses Ausflugs für heute Abend. Bleibt dabei, ich würde mich echt freuen. Der Turm ist direkt hinter mir. Es ist total easy, hierher zu kommen. Hier führt eine kleine, geschlängelte Serpentinstraße hoch. Und dann läuft mir noch gerade mal 5 Minuten zu diesem Watchtower. So, tricky an der Aktion jetzt hier ist, von da oben ein Foto zu machen. Geht, wenn man sich diese steile, 5 Meter hohe Treppe hochtraut. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oder so ähnlich. Und jetzt versuche ich, da hochzuklettern. Leute, ich habe es hoch geschafft, aber ganz klar die Ansage, macht es auf keinen Fall nach. Auf keinen Fall mit einem schweren und großen Fotorucksack. Ich bin hier in diesem Loch beim Hochklettern stecken geblieben. Und zwar hatte ich hier an meinem Rucksack mein Stativ dran und das Loch ist verdammt klein. Und diese Metallsprossen, die da hochführen, da fehlen auch einige. Also man muss richtig hohe Stufen gehen, also vielleicht so 1 Meter so nach oben. Und ich bin jetzt echt stecken geblieben. Ich bin da nicht mehr runter, nicht mehr hochgekommen. Ich zeige euch mal das Loch. Das war jetzt wirklich beängstigend. Allerdings ist die Aussicht hier schon mal ziemlich geil. Also wenn man hier hochkommt, dann vielleicht zu zweit, dass einer einem die Sachen hochreichen kann. Alleine ist echt scheiße, wirklich. Und ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich dann nachher wieder runterkommen soll, weil ich will nicht meinen Fotorucksack runterschmeißen. Hey, hier geht's 5 Meter runter. Aber ich will auch nicht stecken bleiben. Ich habe den vorne dran gehabt, ging nicht hinten, also es war echt Mist. Ich steckte fest. Ich zeige euch mal das Loch. Alter. Ja. So, aber ich habe es ja hoch geschafft und jetzt bieten sich hier für mich verschiedene Motive an. Ich kann hier auf diese super schöne Halbinsel fotografieren. Das schaut aus wie in Island oder sonst. Na gut, ich war noch nie in Island, aber für mich schaut es eben so aus. Oder eben darüber Richtung Alcudia. Und von da zieht ein richtig geiles Regenband an. Also ich sehe schon auf dem Meer Regen und ich zeige es euch mal. Das schaut überhaupt nicht lustig aus. Und wenn mich das erwischt, hier oben, Prost. Und man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen, wie schnell die Wolken da sind. Also ich muss mir jetzt beeilen, mein Bild zu machen, sorry. Ich schraube jetzt hier den Nisi-Filterhalter kurz drauf. Gut, das sitzt, passt. Okay, jetzt schauen wir mal schnell, dass wir das Meer schön dunkel kriegen. Gut, null Spiegelungen drin. Wow, mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt einen ND-Filter reinpacke. Habe ich dann schöne Wolkenzieher, wenn ich so 20, 30 Sekunden lang belichte? Ja oder nein? Das ist jetzt die Frage. Scharf gestellt habe ich schon. Jetzt gehe ich mal hier hoch mit der Belichtungszeit. Sowas auf 20 Sekunden. Also, einen Verlaufsfilter werde ich hier nicht mehr reinbauen, weil die Wolken sind schon eh super, super dunkel. Und jetzt mache ich das Bild auf 20 Sekunden mit der 2 Sekunden Auslöseverzögerung und habe mein erstes Bild in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit jetzt hier gemacht. Ein Bild und das war's. Als nächstes drehe ich die Kamera um und fotografiere Richtung Alcudia, weil ich einfach Schiss habe, hier richtig nass zu werden. Und das Loch macht mir wirklich, wirklich Angst.
So, wenn ich jetzt aber hier in diese Richtung fotografiere, macht für mich wiederum ein Verlaufsfilter jetzt Sinn, weil die Sonne da oben noch ganz gut durchkommt. Und wenn ich den Verlaufsfilter reinspanne, glaube ich, dass diese dramatischen Wolken, die ihr hier sehen könnt, noch krasser aussehen. Also das wird absolutes Schlechtwetter-Malle-Bild beim letzten Licht. Aber ich bin es ja gewohnt, bei Mistwetter zu fotografieren. Hat ja auch seinen Reiz. Klar, einen Verlaufsfilter kann man auch im Nachhinein eine Leitung drüber legen, aber ich mache es halt total gern vor Ort. Und so werde ich das Foto jetzt machen. Malle bei schlechtem Wetter. 20 Sekunden auf einer 2,8er Blende reicht. Ich könnte jetzt natürlich auch noch viel länger belichten, wenn ich einen anderen ND-Filter reinspanne, also einen dunkleren, oder ich könnte auch abblenden, aber mache ich nicht. Ich will das Bild so machen auf 0,28er. Ich bin hier hochgekommen, um diese schöne Bucht von hier oben zu fotografieren. Aber in meinen Augen, bei dem Licht kann das Bild nicht so viel. Aber was mich hier wirklich fesselt, ist die Wolke hinter mir. Ich habe sowas ja noch nie gesehen, dass sich sowas über dem Meer zusammenbraut. Ist für mich als Bayer ja ungewöhnlich, außer in den Bergen. Und kommt Leute, das Bild, das muss gehen. Als Eyecatcher nehme ich vielleicht doch hier noch ein Stückchen von der Insel hier mit. Und richte die Kamera jetzt erstmal schön geradeaus, ist sogar in der Waage. Wow, das ist so eine geile Wolkenformation. Es sieht einfach gut aus. Blende 10, ich fotografiere jetzt einmal 25 Sekunden lang ohne ND-Filter. Ich habe jetzt nur den Verlaufsfilter oben reingestellt. Schau mir jetzt nochmal die Schärfe von der Wolke an, wenn man hier von Schärfe überhaupt sprechen kann. Oh, wow, wie soll ich denn das beurteilen? Okay, Wolke anfokussieren ist unmöglich. Dann suche ich mir einfach den Felsen da unten aus, der ist ja auch ultra weit weg, den kann ich gut beurteilen. Und auf einer 10er Blende ist das super schwer. Ich behelfe mir jetzt auch mal mit dem Peaking. Mal schauen, ob das was kann. Nee, Peaking versagt auch auf Blende 10 bei der Dunkelheit. Auch neue Lesson. Also dann muss ich jetzt einfach die Blende weiter aufmachen. Hilft nichts. Und ja, auf einer 5-6er Blende kann ich die Schärfe super gut beurteilen, weil ich will hier unbedingt ein scharfes Bild. Und hier auf die Meteranzeigen im Kameradisplay kann man sich nicht verlassen. Hier steht 8 Meter Entfernung, also komm, fuck it. 4 Meter steht jetzt da. Aber in meinen Augen ist der Fels richtig scharf. Es ist einfach, umso dunkler es wird, umso schwieriger ist es. Aber nicht unmöglich. So, jetzt schraube ich die Blende zu, eine 10er Blende, mache das Bild auf 25 Sekunden. Leute, und ich habe echt meine Erinnerung hier gesaved auf ein Bild. Das ist für mich, ohne das Bild jetzt gesehen zu haben, bam. Wirklich, ich finde es total schön. Auch wenn mir die dunklen Wolken Angst machen. Also, wie gesagt, alleine hier niemals hochklettern. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es runterwärts machen soll. Ich habe zumindest eine Stirnlampe dabei. Das Bild schaut aus wie gemalt irgendwie. Das machen vielleicht auch hier diese 25 Sekunden Belichtungszeit aus. Ich weiß es nicht. Also ich mache die Bilder wirklich intuitiv. Ich folge da keinen straighten Regeln. Es muss dann einfach geil in meinen Augen ausschauen. So, das erwartet mich jetzt gleich. Guten Morgen zusammen. Wie ihr seht, ich habe es von diesem Watchtower heruntergeschafft und stehe jetzt auch schon wieder hier in Alcudia, früher am Morgen an der Playa de Moro. Hinter mir ist ein Steg zu sehen. Den will ich fotografieren. Und ich habe es wieder ein bisschen schwieriger als manche andere, weil es stürmt. Im Radio sagten sie gerade, für ganz Mallorca ist heute die Wetterwarnstufe gelb ausgerufen worden. Also es wären starke Gewitter. Und ups, ich halte mir die Kamera fest und Windböen über die Insel ziehen. Und ja, der Steg ist jetzt das Objekt meiner Begierde. Ich hoffe, dass mir meine Skills vom Ammersee zugutekommen, um den gut einfangen zu können. Allerdings
ihr könnt ja sehen, da hinten dann knallen schon richtige Wellen an den Steg ran. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich auf den Steg gehe, dass ich da eine Langzeitbelichtung machen kann, weil ich denke mal, der Steg wird wackeln, also wird es schneller Schuss sein. Aber eine Langzeitbelichtung könnte ich eventuell von der Seite machen, da würde ich mich auf dem Stand positionieren und die Stegspitze dann von rechts in die Mitte eben zulaufen lassen. Das wäre eine Option für eine Langzeitbelichtung. Mit Sonnenaufgang ist heute nicht zu rechnen, also mache ich ein Schlechtwetterfoto. Aber das macht mir gar nichts, weil von diesem Steg gibt es bestimmt tausende super Bilder bei Sonnenaufgang, weil der eignet sich halt einfach auch richtig schön dafür, weil der schaut einfach Richtung Osten und perfekte Kulisse hier eigentlich. Ich versuche es jetzt dennoch mal mit einer Langzeitbelichtung vorne am Steg und damit ich einfach Zeit spare vorn, schraube ich jetzt den ND-Filter schon mal drauf. Einen Verlaufsfilter lasse ich weg, weil der Himmel ist sowieso grau in grau, total dunkel. Also bereite ich jetzt die Kamera vor. Den Polfilter habe ich jetzt auch schon mal eingestellt, obwohl es sind ja kaum Spiegelungen heute auf dem Wasser zu sehen. Genau, schauen wir mal schnell den Filteradapter hier drauf. Zack. Und hier bei der Geschichte reicht mir auch der 1,8er ND-Filter, um das Wasser etwas zu glätten. Ich möchte auch den Rucksack vorne am Meer so wenig wie möglich aufmachen. Deswegen nehme ich mir jetzt auch schon mal so ein Objektivputztuch in die Hosentasche. Und leg los. Also ich laufe jetzt hier rum mit zwei Stativen, Regenschirm, schlimm. Aber wir haben November, es schneit nicht, es ist zumindest einigermaßen warm hier noch, einigermaßen. Der Strand, wie ihr sehen könnt, ist menschenleer. Deswegen habe ich mir eigentlich auch November ausgesucht, weil ich den Steg eigentlich für mich allein haben wollte. Probieren wir mal Langzeitbelichtung. Der sieht nämlich sehr stabil aus. Gar nicht so scheiße hier. So, mal gucken, ob ich da was hinkriege. Ich fokussiere jetzt schon mal schnell aus der Hand auf den Steg. Mach das erstmal den Fokus auf einer 9er Blende, macht das Bild ruckzuck, ganz schnell muss es jetzt hier gehen, keine Lust, dass ihr komplett nass werdet. Jetzt mache ich noch ganz kurz den ND-Filter sauber, er ist schon patschnass, oh Leute, das ist übel, also ich kann hier keine 25 Sekunden belichten, das könnt ihr komplett vergessen. Das muss jetzt echt schnell gehen. Ein Bild. Ich mache es jetzt 10 Sekunden lang auf einer 2,8er Blende und ISO 100. Hoffe einfach, dass das mit dem einen Bild geklappt hat. Yes! Wegen der Gischt packe ich die Kamera jetzt auch direkt wieder ein und gehe jetzt nochmal zur Seite und mache da nochmal das Bild. Es schadet dem Objektiv und der Kamera nichts mehr als Salzwasser oder diese Gischt. Aber mal, jetzt müssen die Kameras aushalten. Mir ist gerade das Objektivputztuch auf dem Steg runtergefallen. Super, oder? So machen Fototouren Spaß, hä? Darf ich gleich zwei Kameras putzen? So, und hier merke ich gerade auf 16 mm, oh, kommt der Steg gar nicht so richtig zur Geltung. Ich muss wirklich näher ranzoomen auf irgendwie 28, 30, sowas.
weil er einfach zu lang ist. Den D-Filter ist patschnass. Ah. Übel, übel. Anfokussieren, Bild. Wieder 10 Sekunden auf einer 2,8er. Eieiei. Dann packe ich hier zusammen, Leute. So, das waren meine zwei Stickbilder von Playa de Moro. Jetzt geht's weiter. Die Straße hier runter nach Calobra ist super abenteuerlich runterzufahren, für mich zumindest, weil so enge Straßen mit so vielen Spitzkehren ist man echt nicht gewohnt und teilweise geht es richtig steil bergab hier. Alle paar hundert Metern laufen hier Ziegen oder Schafe über die Straße, also Vorsicht ist geboten. So, meine Fototour hat mich jetzt weiter über das Tramuntana-Gebirge hier runtergeführt nach Sa Calobra. Sa Calobra ist eine wunderschöne Bucht. Ich kenne die noch von früher aus einem Familienurlaub, jedoch war da die Bucht wirklich mit Menschenmassen überhäuft. Und jetzt Ende November erhoffe ich mir, da allein zu sein im besten Fall. Ich muss allerdings auch aufpassen, weil diese Bucht kann bei Starkregen leicht auch mal volllaufen. Das ist auch nicht ganz so ungefährlich. Das muss ich einfach mal schauen nachher, wenn ich da ankomme, ob man überhaupt rein kann. Was erhoffe ich mir, wenn es denn klappt von dem Foto? Ich gehe jetzt mal davon aus, durch diesen Regen, der die letzten Tage gefallen ist, dass da Wasser in dieser Art Lagune oder in der Bucht drin ist und dass ich die zwei Felswände, die links und rechts dann zu sehen sein werden, dass ich die irgendwie in dem Wasser spiegeln, wenn das Wasser wirklich klar ist und still steht. Also das ist meine Hoffnung. Aber jetzt geht es dann gleich da hinten durch diesen Tunnel und vom Parkplatz aus bis da zur Bucht braucht man ca. 20 Minuten zu Fuß. Also man kann hier nicht mit dem Auto direkt vorfahren. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht seht ihr hier diesen Baum. Der ist mir jetzt hier beim Vorbeilaufen direkt mal aufgefallen. Den will ich gleich mal mitnehmen, bevor ich weiter in diesen Tunnel zur Bucht gehe. Also der Baum an sich, den finde ich richtig cool. Aber jetzt geht es darum, für mich eine Perspektive zu finden, die mir auch richtig gut gefällt. Weil wenn ich jetzt in diese Richtung hier fotografieren würde, würde das sicher kaum von diesem riesen Berg da hinten abheben. Deswegen wandere ich mit der Kamera darüber und versuche ihn über dem offenen Meer zu fotografieren. Dass der irgendwie schwebt über dem Ganzen oder zumindest allein dasteht. Dass das jetzt hier auch so mein Hauptmotiv einfach ist. Jetzt nehme ich mal die Kamera ein Stückerl darüber. Weil ich das Bild aus der Hand mache, kann ich hier nicht mit dem ND-Filter lang belichten. So lange kann man die Kamera nicht ruhig halten. Deswegen nur mit dem Polfilter. Fokussiere hier natürlich nur auf den Baum und schaue, dass ich hier diesen großen Baum, also die Äste von dem großen Baum, hier nicht mehr drauf kriege. Näher kann ich nicht ran. Ich habe jetzt einfach nur darauf geachtet, dass ich den Horizont gelevelt habe. Also schön gerade drauf fotografiert habe. Und was vielleicht Sinn macht, ist auch mal hochkant das Bild zu versuchen. Da sieht man einfach diesen schönen erhabenen Felsen, auf dem der Baum draufsteht. Wenn ich aus der Hand fotografiere, verwende ich auch ganz oft den Sucher, weil ich dann irgendwie ein besseres Gefühl für das Bild bekomme. Ich steige jetzt hier auch auf die Mauer, weil hier sind auch unschöne Äste zu sehen. Die kommen mir bis hierher ins Bild rein. Die will ich natürlich nicht drauf haben. Ich habe jetzt hier kein extra Licht und es ist tatsächlich bis auf diese paar Neonröhren, die hier im Boden sind, richtig, richtig dunkel. Laufe geduckt. Und schaut her.
Da haben wir echt einen super schönen Rahmen. Okay, was sagt das Histogramm? Sehr dunkel. Macht aber nichts. Ich versuch's jetzt mal so. 6 Sekunden, 4er Blende. Yes. Okay. Scheiße. Das war aber knapp. Oh. Wie vermutet, ist hier Wasser. Das heißt, da wo die Treppe runtergeht, ist ein kleiner Bachlauf. Und da geht es eigentlich in die Bucht rein. Da ist auch genug Wasser. Aber jetzt bin ich nun mal da, ne? Bald ist auch bei mir eine neue Kamera fällig. Falls ihr den Gedanken spielt, euch eine Sony zu kaufen oder sonst was, bestellt gerne über meine Amazon-Links. Das unterstützt. Da würdet ihr mich unterstützen. Ich kriege da 1,5% Provision auf eine Kamera oder sonstiges Equipment. So, jetzt hier nochmal schnell den Fokus setzen. 5 Sekunden lang. Ich hoffe so sehr, dass ich nicht allzu viele Tropfen auf der Linse habe. Ich mache jetzt halt ein Bild in die Richtung, hier ins Gebirge rein und dann in die andere. Das sieht einfach ganz schön spektakulär hier für mich aus. Cool. Gut. Jetzt geht es in die andere Richtung. Also schwerer geht's nicht. So extrem war ich noch nie unterwegs, bei so einem Scheißwetter zu fotografieren. Und gleichzeitig muss ich aufpassen, dass der Fluss hier nicht zu sehr ansteigt. Boah, die beide Kameras sind klitschnass. Und ich habe schon Fehlermeldungen hier auf dem Display, obwohl ich gar kein Zubehör hier auf der Kamera drauf habe. Ich mache die Kamera jetzt mal lieber aus. Welcome back, Freunde. Es ist mittlerweile dunkel und ich stehe jetzt hier in Palma vor der Kathedrale. Leider hat sich ja meine A7 III bei dem Shooting vorhin in der Sacalobra-Bucht komplett abgeschaltet und ist auch nicht mehr angegangen, beziehungsweise wenn ich sie dann auch wieder angemacht habe, kam immer wieder die Fehlermeldung, fremdes Zubehör wird nicht erkannt und zack, die Kamera ist immer wieder ausgegangen. Und dann habe ich die Kamera ewig trocknen lassen, habe auch nachgelesen, was das mit der Fehlermeldung auf sich hat. Und es ist tatsächlich so, wenn Wasser in dem Blitzschuh drin ist und die Kontakte feucht sind, dann spackt die Kamera. Also habe ich dann den Blitzschuh geföhnt und dann ging sie dann irgendwann wieder an. So, also ich bin wieder trocken und der Regen hat auch ganz kurz nachgelassen. Und jetzt mache ich mich hier an die Kathedrale. Die Kathedrale kennt wahrscheinlich jeder, ist auch eins der meist fotografiertesten Motive Palmas. Aber ich möchte es halt mal wieder irgendwie anders machen wie alle anderen, weil ich bin hier schon mal tagsüber vorbeigelaufen und dann standen hier auf der Anhöhe, glaube ich, 10, 12 Fotografen dicht an dicht und haben hier im schönen Abendlicht die Kathedrale abgelichtet. Das ist bestimmt auch cool, aber ja, jetzt aus der Note raus, ich bin jetzt halt nachts da, mache ich jetzt das, was ich eben hier schaffe. Und jetzt beim Herlaufen sind mir diese vielen Pfützen aufgefallen. Vielleicht kann ich die auch irgendwie in mein Bild einbinden, dass ich so eine Art Spiegelung hinkriege. Um sowas zu machen, muss man höchstwahrscheinlich die Kamera sehr, sehr tief irgendwie positionieren.
Und das wäre dann zumindest mal wieder so ein Bild, was nicht jeder hier macht oder keiner oder keine Ahnung. Ich mache das einfach so, weil ich es cool finde. Also, gehen wir es mal an. So, als erstes suchen wir erstmal eine schöne Pfütze. Hey, das sieht richtig geil aus. Also ob das so einer schon gemacht hat, kann ich nicht sagen, aber ich mache das. Ich mache das, weil es mir gerade taugt. Gut, wichtig ist jetzt, dass hier in dieser Pfütze keine Schatten von mir hier zu sehen sind. Da habe ich schon drauf geachtet. Ich darf mir jetzt auch nicht bewegen, dass ich hier Wellenbewegungen in der Pfütze habe. Beziehungsweise ich würde jetzt auch mal ganz, ganz lang belichten, damit die ganze Sache hier auch mit einer hohen Blendzahl funktioniert. So habe ich dann die Möglichkeit, mit den Lichtern noch ein bisschen zu spielen. Vielleicht bekomme ich da ja Blendsterne rein. Auf ca. 19 mm bin ich und in ein paar Sekunden sehe ich, ob es was geworden ist. Bam! Yes! Mein erstes gutes Bild hier auf Malle. Ich bin jetzt so froh, hierher gekommen zu sein. Ja, ich hätte jetzt auch mal den Larry machen können auf der Couch, aber ich bin on fire. Wisst ihr was, ich bin gerade sowas von mega happy, dass das so geklappt hat. Es sieht im Display schon wirklich gut aus. Und ich musste nicht da oben stehen, wo alle anderen stehen. Wow, jetzt gehe ich nochmal da zur Seite. Vielleicht kann ich von der Seite auch nochmal einen schönen Shot hinkriegen. Mal gucken, ein Standardbild machen. Aber das ist das, warum ich da bin hier. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mich über Pfützen so sehr freuen kann. Jetzt mache ich das Foto auch mal aus der Perspektive mit dem Springbrunnen direkt davor. Schon echt cool, was man da schaffen kann mit so Pfützen. Ich bin gerade total hibbelig. Cool. So, ich bin jetzt mal ein Stückchen weiter Richtung City gelaufen. Im Hintergrund ist immer noch diese schöne Kathedrale zu sehen, zumindest die riesen Rosette. Und ich möchte das Bild jetzt hier auch mal weitwinklig machen und dann auch mal mit meinem Tele. Dabei kommt mir jetzt hier bei einem weitwinkligen Bild zumindest hier diese Mauer echt zugute. Die ist zwar schief, aber ich kann mit Hilfe dieser Mauer einen Vordergrund kreieren, der irgendwie surreal ausschaut. Und wenn ich jetzt die Blende schön zumache auf 18 oder 20, dann habe ich dann sogar noch von der Straße hier drüben die Blendsterne im Bild. So, die Kamera habe ich jetzt schon im Hochkantformat aufgebaut. Ist jetzt kein Riesending. Fokussiert habe ich ganz hinten auf die Rosette dieser schönen Kapelle, der Kathedrale. Ich binde hier diese Palme mit ein und die krasse Mauer hier als Vordergrund. Also sieht super, super interessant aus. Ich mache das Bild jetzt 30 Sekunden lang, ich sehe eh keine Sterne, großartig, ist wurscht. Und achte jetzt noch drauf, dass ich eine Grünphase erwische, dass die Autos von vorne dann durchfahren. Ja, bei 30 Sekunden kann man jetzt nichts falsch machen. Ist ganz schön, die Autos fahren jetzt da auch gerade durch. Ich sehe also rote Rücklichter, ich hoffe es zumindest. Bus fährt durch, da sind die Lichter auch nochmal viel, viel besser zu sehen. Von vorne kommen Autos, top. Also habe ich Nachtfotografie, ich habe Lichter, ich habe Reflexionen hier auf der Straße oder hier auf dem Weg und Palmen. Und das im November, ey. Super. Yo! Bild ist im Kasten, schnell check. Ja, vor allem diese zwei Straßenlaternen hier vorne, die generieren so schöne Blendsterne. Ist richtig gut. Und der Blick geht so richtig tief in dieses Bild rein. Ich habe eine wahnsinnige Tiefe und man guckt auf die Rosette, obwohl die so weit weg ist.
Jetzt bin ich gespannt, wie es aussieht, wenn ich das Bild mit dem Tele mache. Da habe ich das Tamron dabei. Zack, ist drin. Also im Prinzip bietet sich ja auch wieder an, im Hochformat das Ganze zu machen. Was ich total geil finde, sind diese Palmen, die faszinieren mich. Die habe ich so am Ammersee nicht. Ja, so könnte das ein tolles Bild werden. Jetzt fokussiere ich wieder manuell vorne auf die Rosette an, auf die Kathedrale. Und mache das Ganze jetzt auch mal mit zwei verschiedenen Brennweiten. Und hier ist ganz, ganz wichtig die Schärfe im Bild, ja, weil da guckt man einfach drauf, das muss einfach passen. So, ich möchte auch bei dem Bild schöne Blendsterne haben, knall auch hier alles zu, was geht. Mach das Bild mit 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Auf wie viel Millimeter bin ich? Auf 70. Bin immer gespannt, wie es ist, wenn ich dann mal auf 180 oder sowas fotografiere. Auch echt super interessant, die Perspektive. Ich habe es echt zufällig gesehen. Ich habe mich hier einfach mal umgedreht, habe auch mal nach hinten geguckt. Und ja, hilft. Have you had a soft heart in a hard world? It's okay to fall apart. So, mit dem Teleobjektiv setze ich das Ganze jetzt mal wieder im Querformat um. Konzentriere mich vom Fokus her wieder hier auf die Kapelle. Zieh die richtig schön scharf. Boah, das Tamron macht echt coole Blendsterne. What the fuck? Das ist geil. Ich habe jetzt die Brennweite verändert. Natürlich muss ich da auch nochmal nachfokussieren. Ich bin mega happy auch mit diesem Bild im Tele. Da kommt eben diese Rosette noch viel, viel besser zur Geltung. So, weiter geht's hier zu diesem Kanal. Gleich hier 5 Meter weiter um die Ecke rum höre ich schon das Wasser fließen. Wird auch bestimmt wieder ein interessantes Motiv. Bei diesem Bild hier achte ich wieder auf die Symmetrie, dass ich hier genau in der Mitte dieses Kanals stehe, weil wenn das nicht passt, das kann ich nicht mehr am Ende korrigieren, egal in welchem Bildbearbeitungsprogramm. Also wenn ich das habe, ist schon die halbe Miete und dann, klar, Kamera wieder waagrecht ausrichten. Was mir sehr gut gefällt, warum ich das Foto überhaupt mache, ist einmal, ich habe fließendes Wasser und dann habe ich oben diesen Turm, also boah, diesen Erker, beziehungsweise sind zwei, einer hier und einer weiter hinten, die sind richtige Eyecatcher. Deswegen fotografiere ich hier, ist auch einigermaßen weitwinklig, sowas auf 35 mm. Ich könnte noch weitwinkliger gehen, aber da lenkt der Blick für mich zumindest zu sehr weg von dem Kanal. Aber wie gesagt, die Wehrtürme da oben sind super, Burgtürme will ich drauf haben. Checke ich die Belichtung. Ich mache es jetzt mal auf 30 Sekunden auf einer 7er Blende und ISO 200. Anfokussiert habe ich einfach das Ende des Kanals, ganz da hinten die weißen Lichter. Damit bin ich safe, weil der Blick geht ja in die Ferne. Es bringt mir ja nichts, wenn ich hier die Mitte des Kanals irgendwie anfokussiere. Hat keinen Sinn. Was halt hier jetzt ein bisschen schade ist, ich habe keinen wirklichen Vordergrund, nur dieses Brückengeländer und es schaut nicht so geil aus. Deswegen einfach straight Foto in die Richtung. Wenn das Foto im Kasten ist, gehe ich auf die andere Seite. Weil hier habe ich wiederum Straßenlaternen und da will ich die Blende unbedingt schließen. Das könnte auch ein ganz gutes Bild sein, obwohl im Hintergrund sind die Hochhäuser zu sehen, die nicht so geil ausschauen. Jetzt geht's rüber auf die andere Brückenseite. Ihr seht also hinten dieses unschöne Gebäude.
aber links und rechts die Straßenlaternen könnten schöne Blendsterne ergeben. Und so mache ich das Bild ja auch nochmal rucki-zucki. Ich will hier einigermaßen mittig stehen, damit dieser Torbogen da auch richtig schön in der Mitte steht. Genau, dann schaue ich auch, dass die Kamera nicht zu sehr runterkippt. Sonst fallen mir hier diese schönen Zypressen oder was, das sind komplett zusammen. Und was ich eben immer schwierig finde, ist eigentlich wirklich die Bildgestaltung in der Nacht. Dabei helfe ich mir jetzt mal einer 2.8er Blende. Jetzt ist mein Display super hell. Jetzt kann ich das Bild einfach von der Komposition besser beurteilen. Da ich eh kaum Sterne sehe, kann ich gut auch mal 30 Sekunden lang hier belichten. Nee, ich mache mal eine 18er Blende und 30 Sekunden auf ISO 320. Halt! Muss noch. So, jetzt stelle ich da nochmal scharf. Ich suche mir den Torbogen aus, fokussiere manuell auf diesen Torbogen, sonst wird es hier alles unscharf in der Nacht. Habe ich rangezoomt mit der C2-Taste. Okay, jetzt blende ich ab. Auf 18 oder sowas, F18. F18 ist cool, 30 Sekunden Belichtungszeit, ISO 320. Wird ein gutes Bild. Ich sehe es jetzt schon, es wird hier viel schöner sein als in die andere Richtung. Weil der Torbogen, der ist einfach richtig dominant hier in diesem Kanal. Auch wenn die Hochhäuser da hinten emporragen. Aber mein Motiv lässt sich einfach viel besser erkennen. Der Blick fällt direkt da in diesen Torbogen rein. Also, wenn man in der Stadt fotografiert und hat das Element Wasser und Straßenlaternen, also dann macht es mir zumindest super viel Spaß, die Blende komplett zu schließen, um diese Blendsterne hinzukriegen. Das ist einfach super schön. Ja, habe jetzt gerade im Radio hier bei meiner Tour im Auto gehört, dass hier hinter Valdemossa ein sehr, sehr seltenes Naturschauspiel gerade stattfindet. Und zwar hat sich hinter mir ein Wasserfall gebildet und ich darf Zeuge dieses Wasserfalls hier sein. Ich bin jetzt hier eine ganz, ganz enge Straße hier runtergefahren und habe ihn entdeckt. Das war jetzt echt eine super spontane Aktion und das zeigt auch wieder, ich darf nicht irgendwie mich ärgern über das Wetter. Das kann ich eh nicht ändern, ich muss mich anpassen. Und hinter mir ist ein mega Wasserfall. Das ist Wahnsinn, weil Mallorca ist nicht gerade für seine Wasserfälle bekannt. Aber vielleicht knüpfe ich da an und versuche mich dem Wasserfall ein bisschen zu nähern. Ich werde auch von hier oben jetzt erstmal ein Foto machen mit dem Tele. Ich habe ja das 70 bis 180 dabei, da kann ich schön rankommen auf 70 oder 100 mm circa, um die einzufangen. Und wenn es nicht zu stark regnen sollte, aber es sieht danach aus, versuche ich da unten mich dem Wasserfall anzunähern. Das könnte ein cooles Thema sein, da pfeife ich auf Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Ich krieg sie eh nicht. Natürlich eignet sich hier ein Hochkantfoto. Oh, wow. Okay, was machen wir hier? Und von der Belichtungszeit nehme ich 1/125, da kann ich dieses Tele gut halten und auf einer 2.8er Blende fotografiere ich diesen schönen Wasserfall. Bam! Und die Nebelschwaden ziehen da voll rein, beziehungsweise die Wolken ziehen da oben voll rein. Und es tröpfelt auch schon wieder. Also, ein Foto ist im Kasten und ich freue mich echt, Zeuge eines seltenen Naturschauspiels hier auf Mallorca zu sein. Richtig cool. Na, mal schauen, ob ich noch weiter nach unten fahren kann und ob man überhaupt da rankommt an den Wasserfall. Bin mir auch gar nicht so sicher, ob ein Wasserfall von unten cooler kommt als von hier oben, weil hier bin ich genau auf Augenhöhe von diesen riesen Wassermassen. Jetzt regnet es hier wieder zu stark. Ich packe ein und gehe runter.
Servus zusammen. Mein Vorhaben wird echt schwierig, beziehungsweise unmöglich. Ich wollte heute Kap Formentor fotografieren, und zwar diese super schöne Straße mit Lichtspuren. Also wenn ein Auto runterfährt, habe ich so tolle Bilder im Internet gesehen und wollte das heute Abend nachstellen. So, jetzt bin ich hier oben am Kap Formentor und unten ist die Straße gesperrt, 7 Kilometer vor dem Kap. Also das wird jetzt nichts, ich muss jetzt umswitchen. Und von daher bin ich jetzt den Hügel hier hochgeklettert und werde einfach von hier aus mit einer Langlinse da die paar Kilometer vorfotografieren. Und da ist jetzt eigentlich relativ ein einfaches Bild machbar. Es kommt eben jetzt auf die Bildkomposition drauf an. Also gehen wir es an. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als von hier oben da vorne die Leuchtturmspitze zu fotografieren. Eigentlich ein sehr einfaches Bild, aber was willst du machen? Ich muss es jetzt hier so durchziehen. Hochkant sieht super aus, man hat halt den Nachteil, dass man vom Leuchtturm kaum was sieht, weil er einfach viel zu weit weg ist. Aber das Bild setze ich jetzt trotzdem so mal um und schraube auch wieder meinen ND-Filter drauf. Das hat einfach den Grund, dass ich diese dramatischen Wolkenzieher drauf bekomme. Ja, und um eben ein paar Sekunden länger als üblich belichten zu können, kann ich abblenden und diesen ND-Filter hier reinspannen. Gut. So, jetzt ist natürlich alles super dunkel. Das ist klar, jetzt belichte ich mal hier auf 20 Sekunden, 25 Sekunden sowas. Jetzt kann ich auch schon erkennen, dass es einigermaßen gut ausgeleuchtet ist. So, und jetzt geht es bei mir als erstes um den Fokus. Den muss ich manuell ziehen. Das heißt, ich bin im manuellen Fokus drin. Zoome mit der C2-Taste ran. Der Leuchtturm ist so präsent, da kann ich schön manuell auf den drauf fokussieren. Ist auch witzig, meine Kamera sagt, ich bin 9 Meter weg vom Leuchtturm in der Displayanzeige. Also kann man sich nicht so drauf verlassen. Aber die Wolkenstimmung ist ganz gut und das letzte Licht nehme ich jetzt einfach nochmal mit dem Bild. Ich habe jetzt hier als Vordergrund sogar hier diese Bucht und die Felsen an der Bucht gewählt. Da sieht man so ein bisschen, wo man ist. Und ich bin auf 28 mm. Viel weitwinkliger macht keinen Sinn, weil dann sieht man den Leuchtturm überhaupt nicht mehr. Und nach dem Bild schraube ich mein Tele drauf. Bam! Ein Versuch, Bild ist top. Die Wolken ziehen, ich glaube, in die Richtung. Also es ist tatsächlich ein sehr schönes, dramatisches Bild. Und genau im Mittelpunkt des Bildes sieht man den Leuchtturm. Gut. Jetzt schraube ich mal schnell das 70 bis 180 drauf und ich weiß jetzt schon, die Bildkomposition wird hier schwierig werden, weil man sich echt entscheiden muss, was soll drauf sein. So, Kamera erstmal aufbauen. Ich verwende hier den Aodelan WTR2 an der A7 III Kamera. Einige von euch kennen das Ding ja. Verwende ich ja relativ oft. Mach die Kiste an. Vielleicht noch ein Tipp, ich habe mir dieses Bright Monitoring oder helle Überwachung auf die C4-Taste gelegt. Wenn ich hier drauf klicke, kann ich das Bild noch mal ganz gut beurteilen, ob das von der Komposition passt. Und ich sehe hier oben die Wolken, die werden gerade noch mit dem letzten Sonnenlicht angeleuchtet. Also es sieht sehr, sehr schön aus. So, gut. Jetzt geht es ans eigentliche Foto. Und möchte jetzt mal mit einer sehr, sehr hohen Blendenzahl, also ich möchte mein Objektiv schließen, einen Blendstern erzeugen von diesem Leuchtturm. Und wenn ich jetzt angenommen auf eine F18 hier hochdrehe, muss ich ja mindestens 3 Minuten lang belichten. Und das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Also ohne ND-Filter, einfach nur die Blende jetzt bei Nacht geschlossen. Ich gebe mir mal 3 Minuten und schaue, ob es funktioniert. Ich hoffe, dass das ein gutes Bild wird. Weil diese Blendsterne, die das Tamron produziert, sind richtig, richtig schön. Also, die können was. So, jetzt kann ich mir hinhocken. Jetzt müsste ich noch ein Bier trinken. Ich habe aber keins dabei. So, jetzt sind wir bei 2,55, 6,50, 2,57, 8,50. Bei 3 Minuten höre ich auf. Boom!
Sehr schön. Also es ist ein dunkles Bild geworden, aber das macht gar nichts, weil diese eine Blendstufe kann ich in Lightroom noch das Bild einfach heller machen, die kann ich anheben und dann ist es ein top, top Bild mit dem Blendstern vom Leuchtturm. Sehr schön. Damit bin ich jetzt hier auch durch, Leute. Es ist jetzt nicht das Kap vom Mentor-Bild geworden, was ich mir vorgestellt habe, aber man muss stabil bleiben und flexibel sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei meiner Fototour auf Malle. Wenn euch das Video unterhalten hat oder vielleicht habt ihr auch was dabei gelernt, abonniert gern meinen Kanal oder kommentiert auch vielleicht den einen oder anderen Fotospot, den ihr auch hier auf Malle mal besucht habt. Bye bye, ciao, euer Sigi von Malotze. Malle ist nur einmal im Jahr. Ich war jetzt schon zweimal da im November.